Hallo, liebe Freunde der pyrotechnischen Stroboskopeffekte. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Produkttest-Vergleichsvideo. Ich habe hier ein paar Stroboskopeffekte mitgebracht, die ich gerne mit euch heute testen möchte und vergleichen möchte. Unter anderem hier die Blinkbengale Rot von Zink mit, ich glaube, 21 bis 25 Gramm Nettomasse. Dann die bekannten von Jorge hier mit 14 Gramm ihr Stück. Gibt es auch in der Dreierpackung. Dann haben wir hier von der Firma Pyromax im Test heute. Da hat eine allerdings 23,5 Gramm. Und dann haben wir noch dazu im Vergleich von Leslie hier diese Moonshiners. Die sind ein bisschen kleiner. Ich glaube, da hat eine 4,3 Gramm Nettomasse. Von Pyromax haben wir aktuell auch ein paar neue Feuerwerksbatterien bei uns im Programm. Und wir überlegen eben da auch ein paar andere Produkte mit aufzunehmen. Und unter anderem diese Stroboskopeffekte. Und deswegen wollen wir diese mit euch jetzt mal testen. Also seid gespannt. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zum Test der verschiedenen Stroboskop-Fontänchen. Ich beginne mit dem zinkrote Strobos allerdings. Oh. Super, warum nimmst du einmal 25 auf? Es geht weiter mit den Jorge. Jawohl, und gleich danach die von Pyromax. Thank you.
Ist aber gut. Schluss jetzt. Also, das ist ja brutal. Also, ja, die waren ja heller als die von Jorge, wesentlich heller. Ja, Zwischenfazit, das war schon jetzt überraschend. Die Pyromax Strobos, die waren ja hervorragend in der Brenndauer und auch in der Helligkeit. Gut, zu Beginn ein bisschen ja, ungleichmäßig und am Schluss, aber mich persönlich stört es nicht so stark. Die Brenndauer war aber hervorragend und die Helligkeit auch. Also wie man im Videobeweis so sieht, von der Umgebung, war schon top. Also beeindruckend gut, wesentlich besser als die von Jorge. Die sind schon gut. Und die sind schon gut, ja. Gut, dann testen wir noch die Moonshiners von Leslie. Oder müssen wir morgen nochmal her? Ja, Fazit des Strobo-Vergleichs. Ich finde, die Zinkrot war nicht schlecht, auch sehr hell. So richtig rot war es nicht, aber dafür war es schön hell. Die Jorge, ja, wie gehabt, gut, aber die Pyromax noch besser. Ja, gut, und die Moonshiners, die sind natürlich ein bisschen wesentlich kleiner und mit diesem Crackling am Schluss eine nette Idee. Passt vielleicht nicht ganz so in die Reihe, aber ich dachte, ihr könnt einfach dazu. Ich hoffe, euch hat das Video und der Vergleich gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Freunde der pyrotechnischen Testreihe. Bis dann, macht's gut.